Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu The Book of Unwritten Tales. Nachdem wir im letzten Video es geschafft haben, ja, Meister Markus und den Krämer Jorge von dem Rollenspiel zu lösen, haben wir jetzt die Gelegenheit, also Schüler von Meister Markus zu werden. Allerdings brauchen wir dafür eine ganze Menge Zeug, eine Robe, einen Zauberstab und einen Haufen Gold. Und es muss wirklich ein Haufen sein, ja, das hat er nochmal so schön betont. Und wir werden jetzt mal nachfragen, ob wir nicht so ein paar Sachen schon von ihm bekommen können. Allerdings würde mich als erstes mal interessieren, warum er denn den Erzmagier nicht leiden kann. Denn er hat ja gesagt, er wird für uns den Ring definitiv nicht zum Erzmagier bringen. Er kann ihn irgendwie nicht leiden. Warum mögen Sie den Erzmagier nicht? Hat er Ihnen was getan? Nein, nein, es ist... Wir kennen uns nur schon verdammt lang. Unser ganzes Leben, könnte man sagen. Und er fällt mir auf die Nerven. Wieso? Sein erhobener Zeigefinger, sein Idealismus, sein... Er sieht immer nur das Gute in allem. Was ist falsch daran, an das Gute zu glauben? Nichts, habe ich auch mal. Aber wenn man sich ansieht, was aus dieser Stadt geworden ist, mit so vielen anderen Städten geschieht, dann muss man schon ein Idiot sein, um nicht an allem zu zweifeln. Ich habe keinen Grund dazu. Dann bist du ein glücklicher Gnom. Und offenbar auch ein Idiot. So, dann frage ich mal nach einer alten Robe. Vielleicht hat er ja tatsächlich irgendwas übrig von irgendeinem anderen Zauberschüler. Harry Potter hat vielleicht noch was abgelegt hier. Ist das vielleicht möglich? Haben Sie nicht vielleicht noch eine alte Robe, die ich tragen könnte? Mit Sicherheit nicht in deiner Größe, kleiner Mann. Außerdem ist es Tradition, dass sich angehende Magier ihre erste Robe selbst schneidern. Kannst du das? Ich war immer gut in Handarbeiten. Das ist gut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie albern viele Magier mit ihren selbstgeschneiderten Roben aussehen. Oder ohne, wenn ein Windstoß kommt. Magierroben müssen aus einem besonderen Stoff geschneidert werden. Magiegewirktem Stoff. Er schützt dich vor vielen einfachen Zaubern und Flüchen. Aber dafür kann er auch nur mit einer magischen Nadel genäht werden. Also ich brauche magiegewirkten Stoff sowie Nadel und Faden, das ist klar. Und ich brauche ein Schnittmuster. Immerhin kenne ich mich mit Magierroben nicht aus. Ja, hat er denn irgendwas davon? Irgendetwas? Scheint aber nicht so. Da müssen wir also schon allein für die Robe noch eine ganze Menge Kram zusammensuchen. Das habe ich mir alles ein bisschen leichter vorgestellt. So, was ist denn mit dem Zauberstab? Kann ich hier in der Schule einen Zauberstab kaufen? Oder wo gibt es die? Man kann nicht einfach irgendeinen Zauberstab kaufen. Der Stab muss zum Zauberer passen, verstehst du? Der Stab sucht den Zauberer aus, nicht umgekehrt. Frag mal Jorge, den Krämer, ob er ein paar Stäbe da hat. Es sind in letzter Zeit eine Menge gute Zauberer umgekommen. Vielleicht hast du Glück. Na, dann wollen wir das doch mal ausprobieren. Und woher soll ich den Haufen Gold bekommen? Ja, das weiß er wahrscheinlich auch nicht. Ich bin ein armer Gnom. Woher soll ich nur einen Haufen Gold bekommen? Wenn ich wüsste, wo hier in der Gegend Goldhaufen herumliegen, dann hätte ich mir selbst schon den einen oder anderen geholt, oder? Kann ich meine Schuld nicht vielleicht bei Ihnen abarbeiten, nachdem Sie mich als Schüler aufgenommen haben? Ha! Mit ehrlicher Arbeit kann ein Gnom nicht so viel verdienen. Soll ich es etwa stehlen? Zwischen ehrlicher Arbeit und Stehlen gibt es noch viele Abstufungen. Nimm Wuppermann, den Schausteller. Er ist sehr reich. Und das ohne je gearbeitet zu haben. Und ohne jemals gestohlen zu haben. Wie geht das? Er kennt die Torheit der Leute und nutzt sie aus. Frag ihn. Wie finde ich ihn? Sein Wagen steht draußen auf den Auwiesen. Hier, nimm das. Eine Postkarte? Sie zeigt dir die wichtigsten Punkte hier in der Nähe an. Du kannst sie benutzen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Ah, sehr gut. Dann wollen wir doch mal Wuppermann besuchen. Der scheint ja ein Betrüger zu sein, so wie sich das angehört hat. Was tragen Sie denn da für eine schöne Brille? Ach das. Das ist eine magische Brille. Damit können wir Magier unsichtbare Geheimschriften lesen. Sowas gibt's? Freilich. Viele Magier sind sehr misstrauisch und hüten ihr Wissen wie einen Schatz. Und was lesen Sie da? Kleinanzeigen im magischen Wochenblatt. Ui.
Okay, super spannend. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Dann schauen wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Vielleicht entdecken wir hier noch so das ein oder andere, was wir mitnehmen können und gebrauchen können. Und dann sollten wir vielleicht wirklich mal mit Jorge draußen sprechen. So, ist hier irgendwas auf dem Tisch? Sieht erstmal nicht so aus. Was ist immer hier? Die Tafel. Vielleicht ist sie mit magischer Kreide beschrieben. Sie ist leer. Aber sie hätte mit magischer Kreide beschrieben sein können. Ja, hätte. Eine stilechte Tafel für eine Zaubererschule. Mit dem Kopf sieht sie fast lebendig aus. Sie ist lebendig. Tatsächlich? Ja, und mit magischer Kreide beschrieben. Ich hab's gewusst. Wilbur, du lässt dich aber auch immer schnell zum Narren halten. So, gut, dann haben wir hier noch das Bücherregal. Scheint gar nicht so viel hier zu geben. Zumindest nicht in dieser Ecke. Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Aber das dürfen bestimmt nur Schüler. Okay, das heißt, wir dürfen da jetzt nicht ran. Dann gucken wir doch mal hier in die Kochnische. Das ist eine Art Kochnische. Es gibt jede Menge Zutaten, die man im Kochtopf zusammenrühren kann. Na, da werden wir bestimmt noch super starke Tränke zusammenmixen. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Nein. Aber ich... Nur für Schüler. Ja, ist wahrscheinlich alles nur für Schüler hier. Was haben wir denn hier noch? Betrachte den Schultisch. Wie viele junge Menschen hier wohl schon zu Zauberern ausgebildet wurden? 3. Ui. 3. Ui. Ja, Wilbur ist leicht zu beeindrucken. Betrachte den Schafskopf. Unter dem Kopf hängt ein Holzschild mit einem Spruch. Das Schaf, der beste Freund des Magiers. Es beschützt uns, es hält uns warm. Ui. Ich glaube, das mit dem Schaf, das kommt aus WoW, oder? Also ich kenne mich jetzt nicht so genau damit aus, aber ich glaube, bei World of Warcraft, da ist das auf jeden Fall die Magie mit den Schafen irgendwie verbunden, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich dachte, so wäre das. Schafe sind ein wenig wie Kühe. Kleine, wollige Kühe. Genau so. Was haben wir denn hier? Ein Karton. Da finden wir vielleicht was. Ein ranziger Karton mit einigen seltsamen Gegenständen. Die meisten sind ziemlich verstaubt. Aber ist da irgendwas Nützliches drin, Herr Wilbur? Meister Markus, was sind denn das für Sachen in diesem Karton? Ah, das ist nur alter magischer Krempel. Bedien dich. Sehr gut. Danke. Hier ist eine Nadel und etwas Garn. Und hier sind 3 kleine Glaskolben mit farbigen Tränken. Alle mit Korken verschlossen. Der Rest scheint wirklich nur Krempel zu sein. Okay, dann haben wir jetzt aber hier schon ein bisschen was gefunden. Mal sehen, was das für Tränke sind. Ich wette, Wilbur weiß es nicht. Hallo. Aber vielleicht kann er uns trotzdem was dazu sagen. Eine Fiole mit einem roten Trank. Ich habe keinen Schimmer, was er bewirkt. Ein blauer Trank in einer kleinen Fiole. Keine Ahnung, was er bewirkt. Ja, wir können die Affen offenbar einfach alle dann verwenden. Ein grüner Trank. Ich habe keine Idee, was er bewirken könnte. Okay, aber auf jeden Fall haben wir hier magische Nadel und Faden. So wie der Faden glitzert und die Nadel schimmert, dürfte das magisches Nähzubehör sein. Das genau, was ich brauche, um meine Magierrobe zu schneidern. Genau, da haben wir nämlich den ersten Teil davon schon mal entdeckt. Ein alter Stoffteddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Gut, dann gucken wir doch mal, was wir hier noch haben. Eine Kristallkugel, die darf natürlich nicht fehlen. Eine schöne Kristallkugel auf einem kleinen Ständer. Sie sieht für mich völlig durchsichtig aus. Kein Nebel, kein brennendes Auge und keine Zukunftsvisionen zu sehen. Können wir die mitnehmen?
Meister Markus, kann man mit der Kugel die Zukunft vorhersagen? Ach was, das ist alberner Hokuspokus. Dafür braucht man Teeblätter oder Tarotkarten. Und warum haben Sie dann die Kugel? War ein Werbegeschenk. Darf ich sie haben? Von mir aus. Da haben wir also wieder was. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist auf jeden Fall noch ein Bild von so einem Schaf. Und ein Schafskelett. Ein geschorenes Schaf, glaube ich. Ein geschorenes Schaf. Ein gestorbenes Schaf. Schafe sind gefährlicher, als man uns glauben machen will. Sie verbergen etwas, sagt Opa. Ja, sein Opa wird schon recht haben, ne? Und hier haben wir noch den komischen Spiegel. Was ist das? Ist das ein Spiegel? Ich kann mich in ihm nur schemenhaft erkennen. Der Rahmen ist massiv und mit allerlei Fratzen und Schädeln verziert. Und die Spiegelfläche fließt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich hätte jetzt erwartet, dass Meister Markus sich nochmal zu Wort meldet, aber scheint nicht so zu sein. Der Rahmen ist massiv und mit allerlei Fratzen und Schädeln verziert. Und die Spiegelfläche fließt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Okay, da kommen wir also erstmal nicht weiter. Aber bevor ich es vergesse, Meister Markus wird gesprochen von... Ja, von... Bodo Wolf. Das ist derjenige, der auch den Joker in Batman Arkham Asylum und Arkham City spricht. Aber ansonsten so jetzt, glaube ich, nicht weiter bekannt. Dann gehen wir mal raus und sprechen nochmal mit Jorgen. Na warte du. Was ist denn da los? Wow, ein Superschurke. Ich krieg dich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, früher oder später bist du dran. Okay, actionreich hier. Hallo, Herr Krämer. Ach, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich bräuchte gerne, oder ich hätte gerne etwas magiegewirkten Stoff, wenn es geht. Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Ich bräuchte magiegewirkten Stoff. Ein Ballen etwa. Jep, habe ich hier. Das macht 2 Gold pro Schenkel. Wie viel ist ein Schenkel? Ein Schenkel? Wie viel ist das? Gut 2 Zwergenfuß oder 1,5 Taurenellen. 3/8 Gnomen, wenn du so willst. Aha. Und wie viel Schenkel sind auf dem Ballen? Etwa 1/4 Seefelsruten. Das sind etwa 2,5 Klafter, oder? Das würde reichen. Ja, und wie viel? Das ist aber dann trotzdem ganz schön viel. Aber außerdem haben wir sowieso kein Geld. Mir kommt das ganz schön teuer vor. Die Preise sind nun mal gestiegen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel magiegewirkter Stoff benötigt wird, um einen Krieg zu führen. War ein Bombengeschäft. Okay. Dann brauchen wir noch einen zweiten Haufen Gold oder wir erledigen die Ratte. Ich bräuchte einen Zauberstab. Haben Sie welche vorrätig? Natürlich. Ich habe die größte Auswahl an Zauberstäben weit und breit. Hervorragend. Aber du weißt, Zauberstäbe müssen zum Zauberer passen. Er müsste also schon selbst vorbeikommen und die Stäbe ausprobieren. Ich bin der Zauberer. Bald. Du? Der war gut. Ich meine es ernst. Ja, ich habe keine Zeit für Kinderkram. Aber ich brauche einen Zauberstab, um in der Zaubererschule aufgenommen zu werden. Bitte, lassen Sie es mich probieren. Wenn's denn sein muss, komm her. Hier, wedel mal damit in der Luft herum. Nichts. Probier diesen. Besteht aus 5¼ Zoll Balsaholz mit dem Rückgrat eines Wattwurms. Oh, das kann jetzt lange dauern. Ich hab genug, mir reicht's. In dir steckt nicht ein Funken Magie und ich habe meine Zeit nicht gestohlen.
Aber das waren doch erst 4 Zauberstäbe. Ich habe trotzdem genug davon. Mehr habe ich auch nicht. Pech gehabt. Such dir woanders einen Stab. Danke für Ihre Hilfe. Es steckt in mir. Ich weiß es. Ich muss nur den richtigen Stab finden. Okay, also einen Zauberstab finden wir hier nicht, aber wir bekommen von ihm auf jeden Fall den magiegewirkten Stoff. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und als nächstes sollten wir dann uns wahrscheinlich mal zu diesem Wuppermann aufmachen und mal gucken, wie der so sein Gold verdient. Vielleicht kann Wilbo ins Geschäft einsteigen oder so. Aber die Zeit ist jetzt an der Stelle erstmal wieder um, deshalb geht's im nächsten Video dann weiter. Bis dann. Tschüss.